Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Das Treffen zwischen Herrn Biden und Herrn Putin in Genf hat ja nun stattgefunden. Aber das Ergebnis war mehr als dürftig für Biden und ein durchgreifender Erfolg für Putin. Sogar linksgerichtete Kommentatoren sagen uns dies. Aber noch bevor es zu diesem Treffen kam, hat NBC News einen interessanten Artikel veröffentlicht am 11. Juni. Da heißt es wie folgt. Der russische Präsident Wladimir Putin nannte den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in einem exklusiven Interview am Freitag mit NBC News ein schillerndes Individuum und sagte, dass er mit Präsident Joe Biden zusammenarbeiten kann. Putin verglich die beiden Präsidenten zu einer Zeit, in denen die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten auf einem historischen Tiefstand sind. Und Putin sagte auch, laut Breitbart, wir haben eine bilaterale Beziehung, die sich in den letzten Jahren bis zu ihrem Tiefpunkt verschlechtert hat. So, dann geht es natürlich um Ukraine. Nun, Biden hat die Ukraine sehr enttäuscht. Vor dem Treffen in Genf und natürlich auch nachher. Denn in dem Treffen in Genf ist scheinbar Ukraine gar nicht so richtig zur Sprache gekommen. Aber Focus schrieb am 15. Juni, US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine zwar weitere Unterstützung zugesagt, um sich vor russischen Angriffen schützen zu können. Bei einer Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel vermiete es am Montagabend aber dem Land neue Hoffnungen, auf einen baldigen Beitritt zum transatlantischen Bündnis zu machen. Und dazu wird es auch nicht kommen. Die Ukraine oder Ukraine wird sich Russland anschließen, nicht der Europäischen Union und auch nicht Amerika. Aber es geht nicht nur um die Ukraine. Illinois News hat am 11. Juni Folgendes hinzugefügt. Der stellvertretende Botschafter Russlands erklärte, dass die Beziehungen zwischen der EU und Russland sich derzeit auf dem tiefsten Stand in der Geschichte befinden. Er warnte den europäischen Block davor, sich in die Situation in anderen Ländern einzumischen und Maßnahmen gegen Moskaus engsten Verbündeten Belarus zu ergreifen. Nun, wir dürfen nicht übersehen, dass sowohl die Ukraine als auch Belarus viele Weißrussen in sich birgt. Die Weißrussen, die zusammen mit Russland laut biblischer Prophezeiung gegen Europa, das kontinentale Europa, kämpfen werden. Interessant ist, dass Biden sehr oft auf eine gewisse Weise beschrieben wird und natürlich auch die Tatsache, dass die Genfer Konferenz wenig gebracht hat, so gut wie gar nichts für ihn, so gut wie alles für Putin, auch die Tatsache, dass beide nicht zusammen nach der Konferenz sich der Presse gestellt haben, sondern jeder hat es isoliert getan, womit natürlich keine Möglichkeit bestand, dem Gegner gegenüber entweder zuzustimmen oder dem eben zu widersprechen, was gesagt wurde. Alles dies zeigt bereits, dass man Biden für eine sehr schwache Persönlichkeit hält. Aber interessant ist auch, was die Welt jetzt dazu geschrieben hat am 11. Juni. Es gab natürlich vorher schon, auch bei dem Gipfel in England, große Probleme zwischen Biden auf der einen Seite, Boris Johnson auf der anderen Seite und viele der anderen europäischen Machthaber. Aber die Welt schrieb Folgendes, und ich möchte das kurz einmal Ihnen zu Gehör bringen. Das gibt ein etwas anderes Bild als das, was man so gewöhnlich über Biden hört. In diesem politischen Vakuum, es geht auch darum, dass Angela Merkel jetzt abtritt von der Weltbühne, in diesem politischen Vakuum ergreift ein 78-Jähriger, der neulich noch als Mann von vorgestern galt, die Macht. Joseph Robinette, genannt Joe Biden. Niemand sollte seinen Machtanspruch, sein Machtbewusstsein, seine Brutalität, wenn nötig, unterschätzen. Der Gastgeber in Carbis Bay, Großbritanniens Premier Boris Johnson, bekam von Biden schon vor der Zusammenkunft klare Ansagen. Biden ist ohnehin kein Freund des Briten, der sich von Trump gern als Freund bezeichnen ließ und den Biden einst als einen physischen und emotionalen Klon von Trump nannte. Ohne Johnson als Zugpferd der Brexit-Kampagne hätte es den EU-Ausstieg womöglich nicht gegeben,
Auch das steht auf Bidens Negativliste zu Johnson. Kurz vor Beginn des G7-Gipfels hagelte es nun laut vernehmbare Kritik aus Washington, weil die Briten das im Brexit-Vertrag vereinbarte Nordirland-Protokoll nicht umsetzen wollen. Wer so große Entscheidungen trifft wie den Brexit, der muss die Verantwortung dafür übernehmen, ist die amerikanische Botschaft. Doch dann wird noch Folgendes in diesem Artikel gesagt. Der neue Anführer der westlichen Welt versteht es neben all seiner Wir-Rhetorik, knallharte nationale Interessenpolitik zu betreiben. Brutalität von Biden? Nun, er vermeidet es sehr deutlich, sich der Presse zu stellen. Was geht hinter den Kulissen eigentlich vor? Nun, vielleicht bezieht sich die Beschreibung dieses Artikels gar nicht so sehr auf Biden, sondern auf die Mächte, die hinter ihm stehen, die ihn in eine Richtung drängen wollen. Wie zum Beispiel ja auch Johann Wolfgang von Goethe im Faust einmal gesagt hat, du glaubst zu schieben und du wirst geschoben. Vieles von dem, was ich heute angedeutet habe, wird in der Bibel klar und deutlich beschrieben. Es hat auch eine Erklärung stattgefunden zwischen Biden und Putin, eine gemeinsame Stellungnahme wurde abgegeben, wonach es niemals wieder zu einem atomaren Krieg kommen darf. Aber beide Mächte und natürlich andere Mächte auch noch, die haben so viele nukleare Waffen, dass man die gesamte Menschheit auf mehrfache Weise ausrotten könnte. Diese Stellungnahmen bedeuten absolut überhaupt nichts. Die Bibel zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, dass es zu nuklearen, atomaren Kriegen kommen wird. Und das in nicht allzu ferner Zukunft. Die Bibel zeigt Ihnen auch, wie es weitergehen wird mit der Beziehung zwischen Amerika und Russland und China und Europa und anderen Ländern. Alles dies wird sehr klar und deutlich niedergelegt. Und so möchte ich Sie jetzt auffordern, sich die Bemerkung, die Ankündigung, was jetzt kommen wird, genau anzuhören. Und ich verbleibe dann für das nächste Mal und bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Link. Was sagt uns die Bibel über unsere Zukunft? Was geschieht von jetzt an bis zum Zeitpunkt der Rückkehr Christi? Welche prophetischen Ereignisse offenbart die Bibel, die sehr bald eintreten werden? Und welche Ereignisse werden in sehr ferner Zukunft geschehen? Wie können wir uns jetzt vorbereiten, damit wir verstehen können, was die Zukunft bereithält? Für ein kostenloses Exemplar dieser Broschüre gehen Sie zu auf postenstehen.de. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.